Hey Leute, herzlich willkommen und frohe Weihnachten. Ich habe hier ein Geschenk gekriegt vom lieben Ryol. Er hat geschrieben, frohe Weihnachten wünscht dir dein Ryol. Okay, Ryol schenkt mir kandierte Kartoffeln und Goldnuggets. Danke, danke schön Ryol. Danke, die Geste macht's natürlich. Also vielen Dank. Hier geht's in meine Festung. Und ich habe das so ein bisschen weitergebaut. Guck mal hier, also da kommt noch überall dieses Blackstone hin. Und hier ist diese Dingsbums. Und da machen wir auch noch so ein bisschen Blackstone hin. Hier haben wir so ein Dings zum Runtergehen, ne? Weil da wollen wir ja später so eine Art Geheimgang hinmachen. Und dann habe ich hier so ein kleines Räumchen gebaut. Hab das mit so Basalt an den Wänden, dass es so ein bisschen abwechselnd ist. Ich weiß nicht, vielleicht kann man hier so irgendwelche Muster reinlegen oder so. Und ja, dann hier halt so ein Platz, vielleicht auch hier irgendwie dann so Armorstands, solche Wächter, die dann hier stehen. Und hier kann man halt eben mit der Treppe so nach oben gehen und hat hier oben so einen Raum. Hier kommt noch Glas hin. Ich möchte hier unbedingt Glas haben, weil ich dann von oben da runter gucken kann. Und hier kann man dann eben in den Torraum da reingucken. Da bin ich noch am Überlegen, wie ich das am besten gestalte. Ob ich da irgendwo hier Dispenser hinmache, die Lava spucken. Also, aber das läuft dann hier halt in diese Ritze runter und dann läuft es da runter. Und das ist nicht so der Plan. Ich möchte vielleicht eventuell hier überall so eine Reihe Dispenser mit Lava füllen. Und dann habe ich hier so eine Art Control Panel. Vielleicht da oben einfach so einen Knopf, den ich drücke. Und dann wird die Lava ausgespuckt und dann wird hier alles geflutet. Das wäre so mein Plan. So, Moment, ich habe von Chaos was bekommen. Check's nicht. Chaos? Ja? Wie geht das? Also brauche ich da jetzt Observer oder nicht? Ja. Also ich brauche viele Observer. Ja. Observer, bam. Ich habe jetzt mal 4 Observer. Du sagst gut, mir jetzt also, gleich, wie ich das baue, ne? So. Weil das wird meine Verteidigungsanlage. Die ist mir jetzt gerade die Idee gekommen. Weißt du, dass zuerst reingezogen wird alles und dann habe ich noch eine Betätigung, dass überall Lava kommt oder so. Mhm. Ich muss nur dann mit der Fernsteuerung gucken, wie das geht. Also hier, so, ne? Wie viel Platz brauche ich da? In der Breite eben jeweils einen Block. In der Höhe brauchst du 3 hoch. Und der Block, den ich zurückziehe... Das ist der graue bei mir. Der graue bei dir. Okay, pass auf. Bei mir ist der da, den ich zurückziehe. Das heißt, es müssen 2 Observer, die in diese Richtung, also nicht so gucken, sondern... Die sind nach vorne. So und so, ne? Nach vorne. Na, falsch rum. Genau, falsch rum. So und so, ne? Okay, hab ich. Dann drüber kommen die beiden Sticky Pistons, die nach vorne zeigen. Ja, die zeigen logischerweise zu dem Block, den ich zurückziehen möchte, richtig? Nein, vor. Ich muss den ja vorschieben. Oh Gott. Genau, einfach nach vorne in Richtung. Der schiebt es jetzt, also so wie du es gebaut hast, schiebt es 2 Blöcke vor. Ja, genau. Das heißt, ja, dann sag das doch, Mann. Der Block, den ich schieben möchte, ist der da. Dann Achtung, vor die beiden Observer Curler Block hin. Ja, hab ich. Gut, dann kommt über die beiden Pistons noch ein Observer. In welche Richtung zeigt der? Auch wieder nach vorne zeigt. Auch wieder nach vorne. So. Ja. Dann kommt da einmal Redstone hin. Vor den Block. Vor den auch ein Block dann. Und hier auch ein Block. Ah, guck mal, jetzt ist er schon davor geschoben. So, und dann muss ich ihn aktivieren. Genau. Wichtig ist gerade, beide Redstone-Reihen müssen gleichzeitig das Signal kriegen. Also einfach, wenn du den Block in der Mitte da Signal gibst, jetzt. Der da braucht das Signal sozusagen. Also kann genau. Ich da auch hier jetzt zum Beispiel einen Block hinsetzen, hier einen Repeater drauf und der befeuert das in die Richtung. Genau. Okay, jetzt Achtung, jetzt brauchen wir nur noch einen Auslöser. Ich nehme mal hier den Schalter. Schalter geht bei dem nicht so gut, am besten geht der Steinknopf. Zum An- und Ausmachen dann, ne? Achtung, dieser Mechanismus wird der Wahnsinn. Hier kommt ein Dispenser hin. Da kommt das hin, das ist dann so natürlich versteckt. Hier kommen überall die Dispensers so hin und in den Dispenser kommt eine Lava und die wird mit einer extra Schaltung von da oben einmal auch aktiviert. Und dann fließt das Ganze logischerweise hier in den Gang da rein und dann ist meine Abwehr übel am Start.
Geil, aber oder? Machst du es nicht so, dass die Lava als Block immer direkt da ist und dann gar nicht erst losfließen muss? Wie meinst du? Ja, aber die Block geht über einen Block drüber ist. Da wo jetzt die Dispenser ist, stimmt, dass da Lava ist. Ja, das würde auch gehen, ne? So, also die Lava hier so am Start ist. Sagt, oh, und jetzt fließt sie dahin. Aber das ist nicht schlimm. Und hier muss es auch theoretisch so sein. So, oder? So meinst du? Mhm, genau. Die Technik gefällt mir auch. Also müsste ich diese obere Reihe mit Lava dann füllen. Also Achtung. Bam. Zack. Und die Lava fließt. Oha! Das ist voll die geile... Ich finde das voll die geile Idee, oder? Okay, okay. Machen wir so. Chaos ist übel geil. Au! Ah! Okay, Achtung. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal 3 ergibt... 32. 24. Was? Ach, 38, oh, ja, ja, meine ich doch. 24 Observer und 16 Sticky Pist. Wie viel? Das heißt 48 Quarz. 48 Quarz, ich habe gerade 14. Wir finden mal auf die schnelle Quarz, komm. Okay, also du musst jetzt gucken, dass ich alles richtig baue. Ich schau schon. So. Also die müssen in diese Richtung hier zeigen, so. In welche Richtung muss der gucken? Auch nach vorne. Also so, ne? Ja? Kann einfach von vorne setzen, ja. So, das hätten wir. Und da muss jetzt überall Redstone drauf. So. Da unten habe ich schon alles. Jetzt muss nur überall oben noch hier ein Block hingesetzt werden. Right. Und hier muss ja dann... Warte, da nicht. Sondern... Hier kommt ja dann überall das Wasser, die Lava hin. Jetzt testen wir das Ganze mal. Achtung. Sind alle eingezogen. So, und jetzt ziehen wir alle aus. Bam! Geil, es funktioniert. Und jetzt muss hier ja die Lava gesetzt werden. Warte mal, die fließt ja im Nether 8 Blöcke. Also wird es ja reichen, wenn ich die hier irgendwo hinsetze. Oder? So. Hier. Alles versteckt, Leute. Es ist alles, alles einfach versteckt. Es ist alles versteckt. Und jetzt aktivieren wir die Verteidigung. Und. Tada! Alter! Wow, das ist überragend. Das ist. Leute. Das ist überragend. Das ist echt geil. Und wenn es normal aussieht, dann ist es einfach eine glatte Wand. Guckt euch das an. Hier glatt. Man könnte niemals meinen, dass da irgendwas drin ist. Und jetzt brauchen wir dasselbe noch auf der anderen Seite. Okay, Leute. Jetzt absolute Premiere. Achtung. Oh, wir sehen, es greift jemand an. Wir müssen die Verteidigung aktivieren und bam. Zack. Tada. Verteidigung aktiviert. Und jetzt ist hier ein einzelner Gang, ne? Wie ihr seht. Das sieht schon irgendwie geil aus. Und jetzt kann ich... Oh, da vorne tut es sich tatsächlich vermischen. Alter, geil. Überragend, diese Verteidigungsanlage. So, jetzt Achtung. Jetzt sehen wir das Ausmaß unserer maximalen Verteidigung. So. Angriff. Wir machen eine Lavawand hin. Mit Fire Protection kommst du halt durch. Ne? Das ist halt so ein bisschen kacke. Aber ich kann jetzt auch hier... Oh, nice. Das ist so geil. Da kann man schon mal einfach glücklich drüber sein, dass ich das jetzt geschafft habe. Ja, dann sieht man von vorne hier das Redstone. Aber ich könnte, dass es symmetrisch ist, dass es so aussieht. Und dann kann ich es hier so reinziehen. Und da einfach irgendwas davor zum Verstecken oder... Sieht halbwegs stylisch aus, glaube ich. Hier kann ich es so machen. Jetzt Achtung, jetzt probieren wir es aus. Jo! Es funktioniert!